Hallo und Servus, Freunde von Burgen und Geschichte. Heute bin ich auf einem kleinen Kurztrip unterwegs. Das kam mir so gelegen, ich habe ein bisschen Zeit gehabt. Das Ding war in der Nähe, habe gesagt, ja gut, machst ein kleines Video drüber. Es wird nicht besonders dauern, weil es ist eine recht kleine Ruinenanlage. Und zwar befinde ich mich hier oberhalb des Altmühltals, oberhalb des Flüsschens Altmühl, auf der Burgruine Alt-Eggersberg. Die Eggersberg soll schon im 10. Jahrhundert erwähnt werden. Ist natürlich dann schon eine sehr frühe Anlage, von der bautechnisch obertägig mit Sicherheit nichts mehr erhalten ist. Und ich weiß auch nicht, inwiefern hier Ausgrabungen gemacht worden sind, wenn und wann. Auf alle Fälle kam sie Anfang des 12. Jahrhunderts in den Besitz der Nussberger. Also ich kenne eine Neu- und eine Alt-Nussberg im Bayerischen Wald. Wahrscheinlich waren die das. Und ab dem 12. Jahrhundert kam die ganze Anlage dann an die Herzöge von Bayern. Während des 15. Jahrhunderts kam die Feste Eggersberg immer wieder als Pfand bzw. als Lehen an verschiedene Familien, wie zum Beispiel der Frauenhofer, Muracher, oder auch ein Pappenheimer war hier mal ansässig. Bis sie dann Anfang des 16. Jahrhunderts wieder an die Herzöge von Bayern kam. Und ich habe wieder eine Aussicht gefunden. Einfach nur geil. Das hier sind wahrscheinlich noch Reste der Kapelle, die hier im 18. Jahrhundert oben gestanden sein soll. Ja, man sieht hier noch Säulenreste. Also zumindest von innen kann man sich das durchaus vorstellen. Von außen allerdings würde ich sagen, das schaut schon sehr original aus. Muss auch wehrhaft gewesen sein. 1491, Ende des 15. Jahrhunderts, kam es in Bayern ja zum Löwlerkrieg. Muss mal schauen, vielleicht mache ich darüber auch noch ein kleines Video. Ist echt eine interessante Geschichte. Da ging es auch wieder um Albrecht IV., den Weisen, ja, und seine politische Voraussicht und seine militärische Kompetenz. Auf alle Fälle wurde 1491 unter anderem auch die Feste Eggersberg hier von Münchner Truppen und Landshuter Truppen belagert, eingenommen und so gut wie zerstört. Danach wurde es wieder kurz aufgebaut, bis es dann Anfang bzw. Mitte des 17. Jahrhunderts erobert und ausgebrannt wurde und seitdem verfällt. Das sind dann wohl Teile eines festen Hauses oder eines Bergfrieds. Mit schöner Eckquaderverblendung. Einfach einer grandiosen Rundumaussicht, zumindest ins Tal. Vom Wolfsberg, der in der Hallstattzeit stark befestigt und besiedelt war, zum Rosskopf,
der ebenfalls in der Hallstatt- und Frühlatenzeit besiedelt war, über die Altmühl. Beziehungsweise den Kanal. Der Kanalbau geht auf 1921 zurück. Beziehungsweise gab es einen Ludwig-Main-Donau-Kanal. Ich glaube, das muss so Anfang des 19. Jahrhunderts begonnen worden sein. Unter Ludwig I. muss es hier schon einen Kanal gegeben haben. Überall finden sich Baureste, auch hier an der Anlage. Das könnte ich mir gut vorstellen, ist auch noch relativ original erhaltenes Mauerwerk. So, das war's schon mal wieder von mir. Leider habe ich nicht mehr rausgefunden als wie das. Das ist halt das Problem, dass viele Burgen und heutige Ruinen einfach zu klein sind, um richtig erforscht zu sein. Heutzutage ist ja die Geschichtsforschung leider finanziell sehr in Bedrängnis. Es werden heutzutage nur noch Notgrabungen gemacht oder hauptsächlich nur noch Notgrabungen. Das heißt, wenn irgendwo eine Straße gebaut wird, eine Autobahn, ein Kanal, irgendwelche Leitungen verlegt werden oder sowas, erst dann holt man dann wirklich Fachpersonal, die sich daran dann darum kümmert, so eine Ausgrabung, okay. Straßentrasse zum Beispiel, 100 Meter lang, 20 Meter breit, kann schon mal ein halbes Jahr dauern. Und das ist natürlich ein Problem für den Bauherrn. Die Zeit, es kostet alles viel Geld. Schade, so geht uns natürlich viel an Wissen und Kultur verloren. Aber wie gesagt, es soll es jetzt von mir gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich konnte euch wieder ein bisschen was vermitteln. Habe euch neugierig auf die Gegend gemacht. Wie gesagt, immer ein Grund, selbst herzukommen. Und ich wünsche euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.